Wie viel Zeit mag wohl vergangen sein? Niemand zu sehen. Okay, die ewige Nacht. Es ist also dunkel. Sicher. Sind sie sogar in den Städten. Tja. Wo sind bloß alle hin? Okay, ein Riesenpudding. Dunkelpudding, okay. Okay, ich muss jetzt die 3 Kilometer da wirklich hochlatschen. Ist ja kein Auto. Ich
wollte jetzt extra nicht so viel sprechen, weil ich die Stimmung nicht verderben wollte, aber... Diese dunkle Stimmung. Aber, na gut. Müssen wir halt laufen. Dann laufen wir. Und bleiben am besten auf der Straße, oder? Was kommt denn da? Oh mein Gott. What the fuck? Dämonen, weil... Ich am besten gar nicht so nah dran, oder? Würde ich sagen. Okay. Wahrscheinlich kann ich das gar nicht zerstören. Ich würde sagen, ich hau einfach ab, oder? Tschüss! Okay, man hätte wohl gegen das Viech kämpfen können, aber nö. So ganz alleine. Nekromant. Okay. Das ist auch ein bisschen schwer für dich, ne? Ich hau besser ab. Mach die Biege. Okay, da hau ich auch ab. Tschüss. Ja. What? Okay. Ganz schnell weg. Oh, wir kriegen Hilfe von oben, ne? Dann machen wir das doch. Echt jetzt? Die Animation ist im Stein? Im Felsen? Na toll. Sehr, sehr toll. Muss jetzt echt den ganzen Weg da zurücklatschen. Hölle. Können die mich nicht mit dem Auto abholen? Was hast du, Umbra? Da kommt was. Ach. Sie holen mich mit dem Auto ab. Juhu! Ein Auto? Ja? Ich bin's. Talcott. Talcott Hester. Der Enkel von Jared. Talcott? Genau. Das kann nicht sein. Doch. Willkommen zurück, König Noctis. Ja. Doch, ist er. Wie? Einen Moment. Majestät, er möchte mit euch sprechen. Das hat Zeit, bis wir uns sehen. Er meint, das hat Zeit. Okay, verstanden. Bis dann. Ich bin so froh, dass ihr zurück seid, euer Majestät. Lasst die Förmlichkeiten. Wir sind doch Freunde. Stimmt.
auch wenn wir uns 10 Jahre nicht gesehen haben. 10 Jahre? Die anderen können es sicher auch gar nicht glauben. Wo sind eigentlich alle? Normalerweise in Lestallo. Aber hin und wieder auch in Hammerhead. Ach. Ja. Schließlich ist die Werkstatt immer noch dort. Manchmal geben sie Sydney Geleitschutz oder bringen ihr Ersatzteile. Sowas halt. Verstehe. Ach, übrigens sind heute alle in der Nähe von Hammerhead. Darum treffen wir uns dort mit ihnen. An dem Tag, als du verschwunden bist, ist die ewige Nacht über Eos eingebrochen. Dank des Meteors gibt es in Lestallum noch Licht. Alle Menschen drängen sich dort auf engstem Raum. Und andere Orte? Die sind so oft von Sichern angegriffen worden, bis irgendwann nichts als Trümmer übrig waren. Eigentlich wird selbst Hammerhead mittlerweile kaum noch als Werkstatt genutzt. Es ist eher zum Stützpunkt für Jäger geworden. Im Grunde ein Wunder, dass dort überhaupt noch Betrieb herrscht. Alle anderen Läden haben dicht gemacht. Es sitzt noch am Leben. Ja, keine Sorge. Aber er ist noch mürrischer als früher, weil er in letzter Zeit ziemlich oft krank ist. Ich glaube, er hat den Umzug nach Lestallum nicht verkraftet. Die Leute wollten zwar, dass er die Werkstatt ebenfalls verlegt, aber Sid hat einen riesen Fass aufgemacht. Meinte, dass es keine gewöhnliche Werkstatt sei und es in Lestallum nicht dasselbe wäre. Ja, das klingt ganz nach ihm. Zum Glück kommt Sydney nach ihrem Opa. Sie hat sich bereit erklärt, die Werkstatt weiterzuführen. Und Sid, tja, dessen einzige Freude ist mittlerweile das gute Essen, das Ignis ihm manchmal vorbeibringt. Dass die Sicher auf einmal überall waren, hat natürlich zahlreiche Opfer gefordert. General Kor und Iris leiten daher die Organisation von koordinierten Jagdoperationen. Gladio, Ignis und Prompto helfen allen, wo sie nur können. Prompto ist meistens mit der Verteidigung von Hammerhead beschäftigt. Leider hat Sydney so viel zu tun, dass sie kaum Zeit für ihn hat. Und Ignis? Der kämpft auch mit. Anfangs wollten ihn die anderen davon abhalten. Dann haben sie allerdings eingesehen, dass bei der Dunkelheit niemand was sehen kann. Er ist immer noch blind? Ja, leider. Aber er kommt sehr gut alleine klar. Keine Sorge. Weißt du, Gladio, Prompto und Ignis sind normalerweise überhaupt nicht mehr zusammen zu sehen. Sie kämpfen alle an eigenen Fronten. Aber hin und wieder arbeiten sie auch zusammen. Ach so. Noctis, wir sind da. Die anderen können es sicher kaum erwarten. Ach so, ich bleib übrigens auch noch etwas hier. Sag einfach Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Okay? Na? Was heißt hier na? Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Noct, bist du es wirklich? Oh Mann! Natürlich, wer denn sonst? Nett, dass du auch mal aufkreuzt. Ging nicht schneller. Es gibt viel zu bereden. Gehen wir rein. Also Prompto sieht mit dem Ziegenbärtchen einfach nur lächerlich aus. Das gibt's ehrlich. Wenn du Hammerhead verlässt, beginnt die entscheidende Schlacht. Bereite dich gut vor. Okay, Hammerhead also, ja. Wo ist denn Sydney? Sydney! Keine Sydney da. Buh. Wir können aber einmal außen rum laufen, ne? Einfach so mal außen rum. Vielleicht liegt ja noch was.
auf dem Wege. Da liegt noch was. Was können wir hier denn noch einkaufen? Irgendwas für dich dabei? Weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe doch alles, oder? Ich habe alles, was geht. Besten Dank auch. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Hm. Auch ehemalige Imperiale sind nun auf unserer Seite. Sie waren früher wohl als Söldner beschäftigt. Aranea? Oh, du kennst sie also. Sie und ihre Leute haben's echt drauf. Darum hat General Kor sie angeworben. Aranea, Bix und Wedge führen mittlerweile jeweils große Jagdtrupps an, auf die Leute sich verlassen. Ein Glück. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Was das Imperium angeht. Ja? Nachdem Gladio und die anderen vom Tod des Kaisers und des Oberkommandanten berichtet haben, ist Niflheim endgültig in sich zusammengestürzt. Mhm. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Der Kanzler ist abgetaucht, wurde aber in Insomnia gesichtet. Ignis hat diese Meldung keine Ruhe gelassen. Vielleicht hat Aden was mit dem Königshaus zu tun, meinte er. Jedenfalls wollte Ignis mehr über den Kanzler herausfinden. Und ich bin mit ihm die alten Königsgräber untersuchen gegangen. Hey, freiwillig? Zum Glück bin ich sehr an Geschichte interessiert. Und wir haben etwas Seltsames entdeckt. Hm? Wir sind in alten Schriften auf einen vertrauten Namen gestoßen. Aden Isunia. So hieß wohl ein Mann, der vor vielen Jahrhunderten die ersten Opfer der Sicher gerettet hat. Bis er irgendwann selbst als Sicher bezichtigt und verfolgt wurde. Dabei war er allem Anschein nach tatsächlich nur ein Mensch. Hm. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Auch über die Sicher haben wir etwas mehr herausfinden können. Ja? Ich habe mich ja schon immer gefragt, wo diese Wesen überhaupt hergekommen sind. Sie waren alle einmal normale Menschen. Es war eine Art Seuche, die sie zu Kreaturen der Dunkelheit machte. Daher stammte wohl auch der Begriff Sicher. Doch die Krankheit galt als unheilbar. Darum wurden die Opfer getötet. Verstehe. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Sogar Akkorde ist von den Siechern überrannt worden. Deshalb sind die meisten Bewohner nach Luzis geflüchtet. Allerdings sieht die Lage hier auch nicht besonders rosig aus. Selbst die Königsstädter waren zur Flucht gezwungen. Nachdem das Imperium die Kontrolle über die Stadt verloren hatte, wurde sie ständig von Siechern angegriffen. Iris und General Kor haben Insomnia evakuiert. Jetzt sind dort sicher nur noch Kreaturen der Finsternis. Unsere geliebte Heimat für immer verloren. Keine Sorge. Hä? Wieso? Weil der König zurückgekehrt ist. Wie versprochen. Daran erinnerst du dich noch? Klar. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Noctis? Erinnerst du dich noch an meinen Großvater? Ja. Ich hatte damals nicht den Mut, es euch zu sagen. Es war meine Schuld, dass er umgebracht wurde. In Lestallum hatte mich ein Mann aus Niflheim gefragt, ob ich aus Insomnia stammen würde. Er hat mich gefragt, ob ich alleine gekommen bin, wer meine Familie ist und was wir hier machen. Dann hat er sich beeindruckt gezeigt, dass mein Großvater in so einem großen Haus wie dem der Amicitias arbeitet und gefragt, ob wir vielleicht sogar mit dem Königshaus verbunden seien. Wie toll das doch wäre. Und ich habe ehrlich geantwortet. Kurz darauf ist der Kerl dann im Hotel aufgekreuzt. Talcott. Aber Großvater, er hat wirklich dicht gehalten und dich in keinster Weise verraten. Hör mal. Ja? Du konntest nichts dafür. Jetzt, wo du alt genug bist, weißt du das sicher selbst. Nicht wahr? Hm. Ich weiß, wie schwer es ist, jemanden zu verlieren. Und ich kenne die Schuldgefühle, die einem das Weiterleben noch schmerzhafter machen. Vielen Dank, dass du mir das erzählt hast. Sowas kostet viel Überwindung. Aber vergiss nie, du bist der Letzte, der Schuld am Tod deines Großvaters hätte. Jared wäre derselben Meinung. Oder zweifelst du etwa am Urteil von König Noctis? Nein. Verstanden. Vielen Dank. Hoffentlich passiert euch nichts. Seid vorsichtig.
Okay, haben wir ein paar Informationen bekommen hier. Hello. Forschungsbericht. Atmosphärische Veränderungen. Bei Untersuchungen von Luftproben wurden wiederholt antisolare Partikel nachgewiesen. Die Dichte dieser rußigen Teilchen erreichte bereits in der oberen Troposphäre eine Konzentration, die jegliches Licht neutralisierte. Ferner ließen sich Fluktuationen in der Stratosphäre beobachten, die zu einem Austausch von Sauerstoff in Ozonmolekülen durch antisolare Partikel führen. Es ist naheliegend, dass diese Vorgänge die Ursache für das Verschwinden des Tageslichts ist. Ihr Doktor, Doktor. Doktor, Doktor. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Oder sollten wir uns schon auf den Weg machen? Sid, Tucker und Sydney. Süß. Hier ist noch was. Antisolare Partikel. Bei der Analyse von Stichproben der Atmosphäre wurden unübersehbare Gemeinsamkeiten zwischen den antisolaren Partikel und den für die Mutation der sicher verantwortlichen Plasmodien deutlich. Weitere Experimente ergaben, dass sicher insbesondere bei ihrem Tod in großen Mengen die lichtschluckenden Teilchen ausstoßen, die der Auslöser für die Veränderung auf Eos zu sein scheinen. Hier liegt hier noch was rum zum Lesen. Nee, scheint mir nicht so. Okay. Sollen wir noch was kaufen? Das war die letzte Chance hier, ne? Sollten wir vielleicht schon machen. Ein paar Heiltränke zumindest. Ich meine, ich habe noch genug, aber... Doch schon. Man weiß ja nie. Okay, ich habe 26. Dann machen wir mal... Schöne runde Zahl. Zack. Ja, Phönixfedern brauche ich eigentlich nicht, oder? Ich glaube, das war's. Die Firma da. Ja, kein Problem. So teuer war es ja nicht. So. Okay. Ja. Puh. Soll ich jetzt schon weiter hier? Wo ist denn das Ziel? Ah, okay. Da müssen wir hin. Okay, ich verstehe. Muss ich da hinlaufen? Das wäre blöd. Gibt es kein Auto? Schade. Na gut, gehen wir. Also dann, langsam sollten wir uns bereit machen für den Aufbruch. Zeit, unsere Kampfkluft anzulegen. Tragen wir sie mit Stolz. Ja, zieht die Bäuche ein, Männer. Okay, ich würde sagen, wir müssen was Gutes essen, wenn wir jetzt hier in den Kampf gehen. In die Schlacht. Keine Ausdauer sinkt. Eisresistenz. Kommandobalken füllt sich schneller. Das ist eigentlich nicht schlecht. EP gewinnen, ja, brauchen wir nicht unbedingt. FP gewinnen wäre besser. Aber ich glaube fast, dass wir hier diesen Kommandobalken 50 schneller nehmen. Ja.
Sieht gut aus. Würde ich auch essen. Njam, njam, njam. Dann haut mal rein, Jungs. Es wird das letzte Abendessen sein. Das letzte Abendmahl. Nach 10 Jahren, langen Jahren, ist Noctis wieder mit seinen Freunden vereint. Ein letztes Mal zelten die 4, bevor sie nach Insomnia aufbrechen, wo der erwählte König die Welt von der Dunkelheit befreien will. Meine PlayStation 4 explodiert gleich, habe ich das Gefühl. Ich verstehe das gar nicht. Warum bist du so laut? Ich hoffe, das hört man nicht so dolle. Auf der Aufnahme. Gut, jetzt beim Ladebildschirm hört man es bestimmt, aber ich hoffe, im Spiel selber hört man es nicht. Was hat denn der an? Das bin ich aber nicht. Wir sind zurück in der Heimat. Ja, endlich. Welch ein bittersüßes Wiedersehen. Und wie? Nur noch ein Stück bis zur Zitadelle. Ja. Jetzt bringen wir es zu Ende. Bereit, Freunde? Ja. Ja. Weniger nervös als früher. Vielleicht verberg ich es nur besser als damals. Gut möglich. Ist eine Weile her, seit wir zu viert gekämpft haben. Weckt einige Erinnerungen. Ich sag euch, uns 4 kann nichts mehr aufhalten. Warum? Warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Das will ich nicht anziehen. Wo ist mein... Und das will ich anziehen. Ich bin eine Miezekatze. Was soll das? Okay, hier ist die Karte noch nicht aufgedeckt, alles klar. Na gut. Wo willst du hin? Ich weiß nicht. Ich habe keinen Plan. Ja, ich will ja auch die Map aufdecken, Leute. Hier noch gute Sachen rum. Ich hänge. Okay, habe ich da die Kapazität schon voll von allem? Magie? Nee. Habe ich nicht voll. Okay. Oha. Dein Ende naht. Deine Herzen warten. Ja.
Konto! Warte. Ich glaube, wir sind erledigt. Schlägt, dass wir jetzt aufgeben. Das hast du allerdings. Ganze 10 Jahre. Die Kraft des erwählten Königs ist wahrlich nicht zu unterschätzen. Alter Scholli, ich sollte mich jetzt ein bisschen zurückhalten mit den Viechern, ne? Holy crappy. Okay, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Ich mache hier einen Cut. Da hinten kann man schlafen, ne? Hier irgendwo. Irgendwo geht hier was. Wahrscheinlich da runter, ne? Denke ich immer. Ich glaube, hier können wir uns ausruhen. Wir uns den Ort. Falls wir eine Pause brauchen. Ja. Ach, da ist sogar Eis. Wunderbar. So muss das sein. Okay, und wo können wir jetzt hier pennen? Ah, hier öffnen. Okay. Naja, ganz zufällig sind hier ein paar Betten. Okay, gut. Ich mache hier einen Cut. Wir sehen im nächsten Part von Final Fantasy 15, wie es weitergeht.
hier in Insomnia. Also bis dahin. Bye-bye.